So, Freunde, es geht weiter mit einer neuen Folge von The Little Nightmares, beziehungsweise heißt das Spiel eigentlich nur Little Nightmares, aber eigentlich könnte man es auch einfach The Little Nightmares klären. Klären, sage ich schon. Nennen. Mann, schon durcheinander hier in der neuen Folge. So. In der letzten Folge haben wir... Oh, oh, da beobachtet uns wer. Da machen wir mal Licht aus. So, jetzt rüberlaufen. Mann, 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 Mann. Ja, genau. Da ist irgendein wachendes Auge. Oh, Emma, lauf! Hui! Nein, Emma. Oh, Gottes Willen, das haben wir gerade so überlebt. Sie hat das gemerkt, dass wir da... Also sie, ich meine damit meine ich das Auge. Hat das schon gemerkt, dass wir da sind. So, jetzt müssen wir hier hoch. Kleine Kletterpassage wahrscheinlich. Zack. So. Emma ist so klein und so süß. Mit ihrem süßen Regenmantel, ey. Aber wohin ist sie? Wohin will sie? Wohin geht sie? Das ist echt eine gute Frage, wohin sie eigentlich unterwegs ist, weil, wie ihr in der letzten Folge, in der ersten Folge gesehen habt, hatte sie einen Albtraum und dann ist sie aufgewacht und seitdem laufen wir mit Emma und gucken dann, wo wir hin müssen. So. Guck mal hier, ich bin jetzt einfach mal nach links gelaufen. In der Hoffnung, hier irgendwas Tolles zu finden, aber das ist nicht so toll. Das ist eher gruselig. Können wir die irgendwie... Ja, wir können die aufheben, aber... Dann können wir die irgendwie woanders hinstellen. Aber was das jetzt für einen Sinn macht? Keine Ahnung. Macht wahrscheinlich irgendeinen Sinn. Aber, da ich das Spiel ja immer durchspiele, beziehungsweise spiele immer Spiele. Und, dann sind die durch. Also meistens mache ich das so. Bei Spielen, die keine Story haben, kann ich das natürlich nicht machen, beziehungsweise dann kommen einfach neue Folgen. Kann natürlich sein, dass ein paar Folgen mehr sind und ein paar weniger. So, was haben wir hier? Oh, und oh, hier haben wir ein schönes... Oha, 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 oha. Wir müssen uns verstecken vor dem Ding. Was ist das, Alter? Oh, oh. Oh, 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 der riecht, glaube ich. Der riecht, Leute, der riecht. Scheiße. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Scheiße, scheiße, scheiße. Emma, komm, komm, durch, durch, durch. Weg hier, meine Güte. Den haben wir abgehängt. So. Da geht's weiter. Die Kiste können wir nicht ziehen, Emma. Okay, kein Problem. Dann klettern wir einfach da hoch. Das kriegt ihr nämlich auch hin. So. Oh, Emma, das war falsch. Nicht dahin springen. Du sollst da oben springen, ja? Zack. So. Zack. Ist immer blöd, dass wir immer das Feuerzeug neu anmachen müssen. Puh, Emma, dadurch. Ganz ruhig. Den größeren Elend sind wir schon mal erstmal gut entkommen, ey. Mann, das war ja gruselig. Heftig. Auf leisen Füßen. Zum Glück hat die keine Schuhe an. Denn ohne Schuhe kann man natürlich viel leiser und vorsichtiger laufen. Müsst ihr mal ausprobieren, das funktioniert. So. Schön, dass ich da echt den Controller genommen habe, ne? In der letzten Folge habe ich ja angefangen mit der Tastatur zu spielen. Aber dann habe ich gemerkt, ey, mit Controller ist es dann schon deutlich einfacher. Oh, Emma. Was ist los, Emma? Emma? Emma, was ist los? Sie hat irgendwie Bauchschmerzen. Ich hoffe, sie hat nichts Falsches gegessen oder so. Och, Emma. Alles in Ordnung? Sie hält sich den Bauch. Nee, sie hat Hunger, glaube ich. Obwohl... Och, Emma. Was ist los, Emma? Emma? Du hast doch nicht wohl Hunger? Sie wird immer schwächer, das ist das Problem. Ich kann jetzt zum Beispiel nicht mehr mit der laufen. Wer sitzt da, Leute? Och, Emma, gib mir was... Ach, ey, gib mir was zu essen, ja. Gib durch. Gib's mir. Oh, danke. Sie hat echt Hunger, ey. Ist das... Wer ist das denn? Wer war das, der uns das zu essen gegeben hat? Ich glaube, davon hat die aber auch geträumt, von der Frau. Kann das sein? Dankeschön, vielen Dank. Sehr nett.
So. Hier will sich schon wieder einer hängen. Aber zum Glück sind wir noch nicht hier. Dann müssen wir wieder den Anblick ertragen. Das wollen wir natürlich nicht. So, hier sind die Duschen. Wie es scheint. Oh meine. Mann. Wo geht's hin, Emma? Ich weiß es immer noch nicht, wo es hingeht. Hier sind jede Menge Kisten. Okay, da müssen wir rüber. Boah, ist schön, Emma. Meine Güte. Da muss man immer gleichzeitig ein paar Tasten drücken. Ist gar nicht so einfach, wie es aussieht, Leute. Es ist nicht so einfach, wie es aussieht. Wirklich nicht. Oh, oh. Emma, rüber. Ja, sehr gut. Müssen wir jetzt den Strom ausschalten? Ne, wir können... Das Pulse, wir können echt... Wir können kein Licht halten, wenn wir klettern. Ja, ich meine, ist auch realistisch, ne? Macht ja auch irgendwie Sinn, oder? So, was haben wir hier? Oh, ne, echt darüber springen. Wow. Das hat die gut geschafft, Emma. Hast du gut gemacht. Da hochklettern. Ich denke mir schon gerade so, wohin, ey? Nein, wir mussten da hochklettern an der Klette. An der Klette. Eine Kette heißt mittlerweile neue Klette. So, ich hoffe, das ist nah genug. Hui. Sehr schön. So, hier haben wir noch ein weiteres Gitter. Aber wir können hier an der Leiter hochklettern. So, mach die schön. Schön fein, Emma. Mach's gut. Was aber jetzt irgendwie... Oh. Okay. Die Leiter war einfach nur ein Fake. Habe ich gemerkt. Na... Oh mein Gott, Emma! Oh fuck, ist dir was passiert? Meine Güte, Emma, das darfst du nicht nochmal machen. Mach das bloß nicht nochmal. Erschreck mich nicht so, bitte, ja? Emma, hochziehen. Emma, da hoch. Puh. Manchmal weiß ich nicht, was sie da genau macht, ey. Die reagiert dann irgendwie nicht. Ja, das Ding haben wir hochgezogen, alles klar. Und das Ding? Können wir dann nach rechts, okay. Bam. Okay. Und was hat das jetzt gebracht? Ah, das ist jetzt ein bisschen tricky, oder? Findet ihr nicht? Ich finde es schon irgendwie ein bisschen tricky. Aber ist da hinten irgendwas? Da hinten scheint es irgendwie weiter zu gehen. Zack. Puh. Mann, ey, fast daneben gesprungen. Das war echt knapp. Meine Güte. Emma? Kannst du da hochspringen? Emma? Oh, Mann, gut. Mann. Ich bin so blöd manchmal, ne? Anstatt an der Kette hochzuklettern. Was ja schon viel mehr Sinn machen würde, als irgendwie da an den Geländer hochzuklettern. Ah, ja. So. Ich meine, habe ich geschafft. Ist auch nicht so einfach, wie man sich das vorstellt, Leute. So, da ist der nächste Stromschalter. Okay. Ah, die Schublade klemmt. Diese funktioniert aber freundlicherweise. Die Frage ist natürlich, wie öffnen wir die andere? Die klemmt auch. Ja, Emma, hochspringen. Emma, komm schon. Och man. Das gibt's nicht, Leute. Wie soll ich da hochkommen? Ist ehrlich. Wie soll das funktionieren? Ich muss ja irgendwie da hochkommen. Okay. Emma, komm schon. Alles klar, jetzt habe ich es gecheckt. Meine Güte. Aber schafft die das überhaupt? Ja, sie schafft das. Emma ist echt eine gute. So. Hui. Mann. Wow. Licht aus, Leute. Jetzt mal schnell durch da. Wer weiß, wie lange das hält. So, das ist das nächste Rätsel, oder was? Okay, wir müssen wahrscheinlich den Betonklotz da... Oh. Wir lassen die noch frei, oder? Wir müssen die freilassen, die kleinen Dinger. Die wollen auch nur leben, Leute, und nicht in so einem Käfig eingesperrt werden.
Wie würdet ihr das denn machen? Würdet ihr so Leute freilassen oder würdet ihr die drin lassen? Das würde mich mal gerne interessieren. Schreibt es in die Kommentare. So, da gehen wir hin. Hui. Oh, wir sind schwerer als der Eisenklotz da. Okay. Das wundert mich ehrlich gesagt ein bisschen. Oh, es geht abwärts. Es geht abwärts. Oha. Das Ding, das blöde Weise ist, das Ding fällt gleich runter. Und gleich knallt es. Doch nicht. Okay. Wow. So. Ey, es wird immer dunkler, ne? Es wird immer dunkler, Leute. Ich sehe immer weniger hier, was hier abgeht. Oh, da sind wieder die bösen Schleimigel. Oh mein Gott, weg hier. Oha, oha. Scheiße, dass man die nicht bekämpfen kann, sondern nur weglaufen. Aber was soll so ein kleiner Emma auch tun, ne? Kann ich verstehen. So, ist hier Strom drauf? Scheint nicht so zu sein. Ja, können wir durch. Okay. Da oben? Na, ist nix. Oh, oh. Oh, da ist wieder das böse Auge, Leute. Licht aus. So, jetzt müssen wir ein gutes Timing finden. Da geht... Oha. Nein, was ist das denn? Der folgt dem, der folgt dem, der folgt dem. Haha. Aber jetzt... Ach, das ist hier so... Das bewegt sich, seht ihr? Nach links und rechts. Okay. Das ist aber auch nicht so praktisch, ne? Sag ich mal. Jetzt müssen wir gleich mit dem mitgehen, ne? Das wird nicht so einfach. Oh, Emma! Emma! Emma, nein! Warum hat sie sich Emma ist hingefallen. Fuck! Emma ist leider hingefallen. Emma, das war blöd. Ah, Mann. Emma, 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 Emma. Das machen wir jetzt besser, Emma, okay? So. So. Shit, ey. Das hätten wir besser hinkriegen können und müssen eigentlich. Das Blöde ist, der konzentriert sich jetzt auch hier auf dieses Ding, ne? Oh. Oh, Emma, komm. Im Gleichschritt. Nein, Emma. Emma, komm schon. Nein, Emma hat es wieder nicht geschafft. Aha, ärgert mich das. Das ärgert mich ja zutiefst, ne? Wenn ich immer so Passagen habe, die ich mehrmals spielen muss. Das ist echt ärgerlich. So, komm Emma, auf ein neues. Ich hoffe, beim dritten Mal kriegen wir es jetzt hin, ey. Ich meine, wir hatten schon Probleme beim allerersten Auge. Da hat uns das auch fast getötet. Das war echt knapp. Auge, du musst doch mal nach rechts gucken. Also von denen aus. Weil wenn... Ach, Mann, ist das blöd. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir schnell genug mitlaufen. Oh, 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 oh. Habt ihr gesehen, das ist gerade noch so gesprintet. Oh, das Mädchen Emma. Ist gerade so gesprintet, ey. So, jetzt haben wir es aber. Mann. Hui. Zack, 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 zack. Oh, oh. Nein, Emma. Oh, Emma, lauf. Emma. Lauf, 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 lauf. Schnell da hoch, Emma. Emma, hoch, schnell. Oh mein Gott, das war knapp. Puh. Boah, Mann, ey. Die Situation muss man auch schnell genug erkennen, ne? Das ist auch wieder so eine Kunst für sich, ne? So. Oh, da sind sie wieder. Lauft, lauft. Sind wir die Retterin von denen, oder? Ich weiß es nicht. Hm, Totenstille erstmal. Da sind wir wieder. Mit Emma. Zack. So. Hier hoch. Oh, eine ziemlich verdammt lange Treppe. Wo die wohl hinführt, ey? Da ist aber auch eine Tür. Da können wir aber nicht rein, oder? Wir können da rein. Wir können auch weitergehen. Aber zunächst einmal müssen wir natürlich gucken, was oben ist. Vielleicht ist oben irgendwas Interessantes. Wenn das überhaupt der richtige Weg ist. Die Frage ist natürlich, wo ist der richtige Weg? Ist das jetzt... Ich vermute mal, da oben ist der richtige Weg. Oh Gott, man sieht nichts. Das ist so dunkel alles. Gehen wir nochmal runter. Mit Emmerlein.
So. Dann gucken wir mal hier, was es hier so Tolles gibt. Oh, oh, lauf, lauf, lauf. Wo läufst du hin? Wo läufst du hin, mein Guter? Oh mein Gott. Wo ist der denn hingelaufen? Oh, diese Geräusche, ne? Typisch Horrorfilm, ne? Ich hasse diese Geräusche. Ich hasse sie. Wirklich. In den Schrank rein. Aber hier ist nichts. Also ich sehe jetzt jedenfalls nichts. Und es scheint irgendwas zu sein. Eine Tür oder sowas. Aber ich kann leider nichts irgendwie auch packen oder so. Nee, das funktioniert leider nicht. Schade. Aber was ist denn hier? Warum sollen wir hier hin? Das wird ja nicht umsonst hier so... Oh ja, da können wir locker hochklettern. Wow. Hammer. Zünd mal an. Oh. Kannst du das auch aufrichten, Emma? Ja, kannst du sogar mitnehmen. Ui. Dann nehmen wir das mal mit und stellen das mal in den Kleiderschrank rein. Was? So, vielleicht können wir jetzt ein bisschen was sehen. Na, ich sehe auch nicht. Ich sehe immer noch nicht wirklich was. Da ist eine Tür im Schrank, aber wir können da nicht durch. Also ich wüsste jetzt nicht wie. Ja, okay. Hoch da, Emma. Kannst du da hochklettern? Nein, kann sie nicht. Okay, dann gehen wir mal hoch. Hier scheint irgendwas zu sein, aber ich komme hier nicht weiter. Wir müssen das Spiel jetzt fortsetzen und nicht weiter rumtrödeln. Wir wollen ja natürlich immer noch wissen, warum Emma überhaupt unterwegs ist und wo sie hinläuft. Ein paar Gegner haben wir natürlich jetzt schon gefunden, das böse Auge. Oh, mein Gott. Wem passiert das immer nur, Leute? Natürlich mir. Ich glaube, das wird keinem anderen passieren, eine gerade Treppe nicht zu treffen. Ist natürlich auch eine Kunst für sich, ne? So, auf ein neues. Diesmal können wir direkt hochlaufen. Bisschen Licht anmachen. Ah, bringt nicht viel, aber immerhin ein bisschen Licht. So, können wir uns jetzt sparen, dahin zu gehen? Obwohl, wir können ja das Männchen da wegjagen. Da ist nämlich hier irgendwo noch ein Männchen. Da unten läuft's. Guck mal, wo läuft das hin? Wo läuft das hin? Der läuft echt da rein, ne? Aber wie kommt der denn da rein? Das ist doch die andere Frage. Wo kommt er da rein? Aber ich kann da nichts machen. Das ist das Blöde. Okay. 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 Alles klar. Ich hab's gecheckt, Leute. Ich hab's gecheckt. Dann war das ja doch Glück, dass wir nochmal gestorben sind, kann man sagen. Dass ich das nicht gesehen habe. Ich bin so blöd. Ich bin wirklich blöd. Zack. Dann stellen wir das mal hier drauf, Emma. Wow, okay. Da mal reinspaziert. Oh oh. Puh. Ne. Da liegen zwei Babys oder sowas. Wenn das Babys sind. Und was machen die da? Das eine dreht sich um. Schlafen einfach nur. Anscheinend. Also mehr kann ich da jetzt nicht draus erkennen. Oh Gott. Das sah aber nicht so friedlich aus. Die Babys waren irgendwie so, weiß nicht. Sah nicht gut aus auf jeden Fall. Das Krankenhaus oder wo auch immer die lagen. Das war irgendwie so richtig episch fehl, ey. Hey, wohin? Kleiner, wohin? Wo läuft der jetzt hin? Ich frage mich echt manchmal, wo die hinlaufen. Da. Da ist er doch. Guck mal, der hat sich einfach versteckt unter seinem Hut. Wenn das überhaupt ein Hut ist. Das ist natürlich wieder auch eine ganz andere Frage. Ist das ein Hut? Keine Ahnung. Oh nee, ich will nicht schon wieder runterfallen, Leute. Da muss ich mal ein bisschen mehr aufpassen. So, hoch, Emma. Oh. Nee, das brauchen wir nicht. Das können wir hier ganz normal hochklettern. Müsste Emma hinkriegen. Oh, Emma. So. Hui. Mann, Mann, Mann. Gut, dann machen wir hier eine Pause, Freunde, und sehen uns in der nächsten Folge von Little Nightmares.